begrüßen euch recht herzlich zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Wir freuen uns über jede Resonanz, die wir erhalten. Und da schreibt jemand: Danke für eure Sendung um 12. Gibt mir immer viel Kraft und Hoffnung. Und auch in Österreich werden wir gesehen. Danke für eure ermutigende Gebetszeit. Liebe Grüße aus Salzburg. Das freut uns sehr. Ja, Hoffnung um 12. Wir wollen dich auch heute ermutigen. Um ernten zu können, muss man zuerst säen. Dazu gleich mehr. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Um ernten zu können, musst du auch säen. Du sagst, das ist selbstverständlich. Ja, wir wollen mal schauen. 2. Korinther 9, Vers 5 heißt es: Wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. Du sagst, das ist doch selbstverständlich. Ja, machen wir es wirklich? Was säen wir? Es ist gerade Frühling und man sät so vieles, weil man ja ernten will. Wir haben auch einen kleinen Garten und es ist schön, wenn man abends dann Radieschen und Salat hat. Das ist schön, aber wir hätten das nicht, wenn nicht unsere Schwiegermutter oder meine Schwiegermutter gesät hätte. Aber so ist es auch im Leben. Was säen wir? Säen wir Liebe? Säen wir Hilfsbereitschaft? Säen wir Dankbarkeit? Ernten wollen wir Liebe. Ernten wollen wir Hilfsbereitschaft. Aber säen wir wirklich das auch? Manche nehmen das Saatgut und essen das Saatgut, weil das ist ja gerade da und dann hat man was zu essen, aber man hat nichts mehr zu säen. Und ich sage dir, nimm heute dein Saatgut. Jeden Tag säe dein Saatgut, wie ich gesagt habe, Liebe, Hilfsbereitschaft und so weiter, säe es und du wirst es ernten. Danke, Herr, dass ein jeder, Herr, jetzt eine auch Fantasie und eine Vorstellung hat, welches Saatgut er säen soll. Herr, ich danke dir. Wir sind nicht nur Ernter, sondern wir sind auch die, die säen sollen. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Ich möchte heute für alle Menschen beten, die irgendwelche Einschränkungen haben wegen der Corona-Krise. Finanziell, Schulden, Wohnung, Geschäft, Krankheit oder irgendetwas anderes. Danke, Jesus, dass wir jetzt zu dir kommen dürfen und dir all diese Dinge dir in deine Hände legen dürfen, wo die Menschen Nöte haben und Sorgen haben wegen dieser Corona-Krise. Und du kennst auch jeden Einzelnen, der finanziell in Nöte gekommen ist wegen dieser Krise. Und wir danken dir, dass du da der Versorger bist, dass du einfach eingreifst und eine Perspektive schaffst. Auch alle, die krank sind, dass du deine Hände auf sie legst und sie heilst. Danke, Jesus, dass du da bist und dass du ein Herr bist, an den wir uns wenden dürfen. Danke, dass du auch jedem Geschäftsmann oder Geschäftsfrau ganz nahe bist, ja, und Weisheit schenkst, damit umzugehen und Perspektive gibst. Danke, Jesus, auch wer von der Miete Schwierigkeiten hat oder Wohnungsschwierigkeiten. Danke, Jesus, dass du auch da eine Lösung hast. Und wir danken dir für all diese Menschen, die in Schwierigkeiten gekommen sind wegen dieser Krise. Aber du verlässt sie nicht. Du bist bei ihnen und du hast auch eine Lösung, ja, für ihr Problem. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und auf Facebook erhielten wir folgendes Gebetsanliegen. Hallo, liebes Missionswerk. Ich möchte um ein Gebet bitten für meinen Sohn, der eine progressive Muskelerkrankung Typ Muskeldystrophie hat. Er ist 13 Jahre und baut immer weiter ab und kann irgendwann nicht mehr stehen. Wenn es ganz schlimm wird, geht es auch auf alle Muskeln, speziell auch auf Herz und Lunge. Meine schwerste Aufgabe ist es, ihn da zu begleiten. Und ich würde mich sehr um Verzögerung freuen.
Und Jesus, wir wollen nicht nur eine Verzögerung, sondern wir bitten dich um Heilung dieses jungen Mannes. Und ich danke dir, dass du eingreifst in sein Problem. Ich danke dir, dass diese Muskeln wieder normal arbeiten, dass diese Zellen sich wieder erneuern und dass du alles wiederherstellst. Danke, Jesus, dass du ein Gott bist, der dies zu tun vermag. Und wir danken dir einfach für Heilung dieses jungen Mannes, dass er wieder vollkommen hergestellt ist in deine göttliche Schöpfungsordnung. Danke, Jesus, dass diese Muskeln wieder funktionieren und dass keine Nebenwirkungen bleiben, sondern dass er heil ist in deinem Namen. Und ich danke dir auch für die Mama, dass du ihr Kraft schenkst, dass du ihr Weisheit gibst und einen ganz neuen Zuversicht und Mut. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns einfach dein Anliegen oder ruf uns an. Die Infos sind eingeblendet. Und per E-Mail erhielten wir dieses Gebetsanliegen. Ich und mein Mann hätten hier ein Gebetsanliegen. Wir wünschen uns seit 2,5 Jahren ein Kind. Bitte betet für uns, dass wir mehr Hoffnung und Vertrauen auf Gott bekommen. Vielen Dank im Voraus. Ja, dafür wollen wir jetzt gerade beten. Und für alle, die einen ähnlichen Wunsch haben, wollen wir dafür beten. Danke, Herr. Oh Herr, danke, Herr, dass du der Herr bist, der Ehen segnet. Und Herr, danke, Herr, auch Herr, dass Frucht aus der Ehe herauskommt, Herr, Kinder. Und danke, Herr, für jeden, der sich ein Kind wünscht. Und gerade für dieses Gebetsanliegen, ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr, dass wir wirklich in 9 Monaten verkünden dürfen, du hast dieses Gebet erhört, Herr. Danke, Herr, dass du es schon so oft getan hast und danke, Herr, dass du auch jetzt hier eingreifst, Frieden, Herr, hineinschenkst, Herr, in den ganzen Leib hineinschenkst. Ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr, dass Wunderbares geschieht in deinem Namen, Jesu. Amen. Und auf Facebook schreibt eine Frau: Gestern habe ich meine Kündigung zum 15.05. vom Kindergarten erhalten. Mein Mann wird am 30.06. arbeitslos. Mein Sohn darf noch nicht einmal Probearbeit machen für seine Lehrstelle. Die Lage ist nicht gerade erfreulich. Ja, das ist Chaos pur. Und so stecken auch so manche von euch drin, die nicht mehr weitersehen. Und da wollen wir jetzt beten. Gott hat eine Lösung auch für dich. Danke, Herr. Danke, Herr. Du siehst jetzt, Herr, diese Familie, Herr. Herr, wo beide keine Arbeit mehr in Aussicht haben und auch der Sohn nicht probearbeiten kann. Ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr. Herr, danke, Herr. Nimm du diesen Vorhang, Herr, der Dunkelheit, der Verzweiflung hinweg und lass sie wieder Licht sehen, lass sie Möglichkeiten sehen, lass sie Mut haben, sich zu bewerben und an der richtigen Stelle und dass sie auch dort eine wunderbare Arbeit bekommen, noch besser wie zuvor. Ich danke dir, Herr, dass du auch in dieser Lage Unmögliches möglich machst. Danke, Herr. Amen. Amen. Menschen erleben Gottes Eingreifen und da möchte ich euch 2 Zeugnisse vorlesen. Liebes Team, vor 1 Jahr war ich im Gottesdienst zum Abschluss der Heilungskonferenz. Ich hatte keine Erwartungen, wollte einfach mal schauen. Im Gottesdienst dachte ich an meine kaputten Knie und an die Sucht nach Zigaretten. Ich ließ nicht für mich beten, weil ich dachte, kein Anrecht darauf zu haben, da ich ja selbst verantwortlich für meine Krankheiten sei. Ich bekam im Gottesdienst trotzdem den starken Wunsch nach einem Wunder, nicht damit er mich heilt, einfach um ihn wenigstens spüren zu können. Einige Tage später fiel mir auf, dass Gott mich von einer schweren Nussallergie geheilt hatte. Ich bekam mein Wunder und Heilung, wenn auch anders, als ich es mir erhofft hatte. Meine Knie sind nach wie vor kaputt und die Sucht bindet mich noch immer. Aber Halleluja, Gott ist groß, er arbeitet an mir und meine vollumfängliche Heilung hat begonnen.
Und Jesus, ich danke dir, dass diese vollumfängliche Heilung wirklich begonnen hat und dass du diese Frau auch am Knie berührst, da wo sie Schmerzen hat und wo etwas nicht in Ordnung ist. Und ich danke dir, dass da auch Heilung fließt. Und auch die Sucht nach Zigaretten, die entmachten wir jetzt im Namen Jesu. Und ich danke dir, dass du sie freisetzt von dieser Sucht und dass sie auch da deine Hilfe erfährt. Danke, Jesus. Und denn das, was du begonnen hast, das führst du auch zu Ende. Amen. Und als nächstes haben wir einen kleinen Film für euch vorbereitet. Hallo, liebe Freunde von Missionswerk Karlsruhe. Ich habe eine Gebetserhörung, die ich euch mitteilen wollte, wie Daniel Müller in der Gebetsnacht sagte, da gibt es einen Zeh, der hat einen schwarzen Nagel und das wird weg sein. Und ich wusste, dass das für mich ist und ich danke euch für eure Gebete. Also der Zeh ist voll in Ordnung. Es hat sogar ein Arzt drüber geguckt und hat gestaunt. Also viele, viele liebe Grüße aus Braunschweig. Tschüss! Ist das nicht wunderbar, wie Gott Gebete hört? Hat er auch bei dir etwas getan? Dann schreibe es uns oder mach auch so ein kleines Filmchen auf WhatsApp. Wir würden gerne hören, was du mit Gott erlebt hast. Heute der Tipp des Tages. Saatgut. Welches Saatgut möchtest du heute einsetzen? Mach dir ein paar Minuten Gedanken, was du heute einsetzen möchtest und probier es gleich aus. Liebe, Dankbarkeit, Hilfsbereitschaft und so weiter, dieses Saatgut. Du wirst sehen, du wirst auch reichlich ernten können. Ja, und du kannst uns weiter dein Anliegen senden. Wir beten gerne für dich. Das Telefon ist noch bis 13 Uhr geschaltet. Wir hatten letztes Wochenende die Oasenzeit für zu Hause. Und diese drei Filme könnt ihr sehen auf YouTube. Es haben schon sehr viele diese Filme angeschaut und kam eine gute Resonanz. Und lass dich inspirieren auch von Israel. Auch dort von der Wüste wunderbare Begebenheiten, die unser Reiseleiter Dani erzählt. Schau es einfach an. Die Zeit ist schon wieder um und wir verabschieden uns von dir und freuen uns, wenn du morgen wieder dabei bist. Alles Gute und Gottes Segen. Gib uns dein Feedback und der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.